So, da setzen wir jetzt einmal weiße Wolle rein. Die muss ich natürlich schon nach unten setzen. Den einmal so da dran. Ich hoffe, das ist auch schön. Wow! Schwimm, 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 schwimm! Los! Ach man, ey, die Strömung ist teilweise echt hart und neckig und teilweise auch nervig. Ach ja, den Restzaun können wir hier dran setzen. Gucken, ob das reicht. Nein, nein, Zaun fehlt uns noch. Ah nee, da ist noch einer. Wusste ich. Hatte ich alles genau ausgerechnet hier. Ja, ärgerlich ist es schon, dass jetzt hier, das mit dem Creeper war. Aber ich habe gedacht, der Zaun würde reichen, dass ich hier sicher von bin vom Creeper. Aber ist halt ein Creeper, ne? So, genug geschwafelt. Hier wollte ich noch dann so ein paar Fackeln dran machen. Ey, schnell, 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 schnell. Also, ich kann ja hier wieder raus. Hör mit der Heulerei auf. Du hast es dir ausgesucht. So, und... Na los! Los, los, los! Schwimm! Das ist nervig, da muss ich mir auch noch was einfallen lassen. Okay, jetzt haben wir eine kleine Beleuchtung hier. Sieht auch ganz gut aus. Wenn ich den Erdklopf natürlich oben noch weghauen darf, dann dürfte ich es euch nochmal präsentieren. Aber das sieht schon besser aus als vorher. Füße abtreten, vergessen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, sieht mit der Druckplatte übrigens auch gar nicht mehr so schlecht aus. Sieht aus, als würde das extra da sitzen. Gefällt mir ganz gut. Ja, Interieur, wollte ich noch gesagt haben, stimmt. Wird auf jeden Fall ein bisschen schwieriger werden, hält immer so ein bisschen auf, aber wird auf jeden Fall auch noch gemacht. Keine Sorge. Verspreche ich euch. Kann ich da jetzt durch? Nee, aber ich, einen kleinen Hubbel macht das schon beim Gehen. Das möchte ich da jetzt ungern mal ausprobieren, oder? Hier kann man sich vielleicht noch einen kleinen Tisch machen. Ich meine, da, diese eine Stelle da unten ist jetzt nicht unbedingt beleuchtet. Aber was willst du machen? Dafür haben wir jetzt eine schöne Deckenleuchte von oben herab. Finde ich, macht schon ein bisschen was her. Ne? Sieht aus wie gewollt, wenn man nachts draußen die Sklaven arbeiten lässt für sich, um frisches Brot zu bekommen. Was man natürlich denen nach 3 Tagen trocken vorwerfen kann. Ja, so gemein sind wir. Ja, unsere Terrasse oder unser Balkon oder unsere Dachterrasse, wie man es halt auch nennen mag, bräuchte natürlich auch noch irgendwas, wo man sich hinsetzen kann. Sieht so ein bisschen kahl aus. Kahl. Aber kahl. Ich meinte natürlich kahl, wie kahle Stelle am Kopf oder kahler Asten. So, ja, ich mach das gerade, versuche das gerade mal zu... Alter, die Tür! Die Tür! Wo kommt die Türe her? Ich glaube, ich mache mal aber erstmal noch einen Brunnen hier. Weil ich der Meinung bin, wir brauchen einen Brunnen hinterm Haus. Nein, weil ich der Meinung bin, wir bräuchten öfters noch ein bisschen Wasser. Und damit ich jetzt nicht das Wasser hier vorne wieder zerstöre mit meinem voller Inbrunst, werde ich erstmal das Wasser hier in einem Brunnen. Filtern. Dafür brauchen wir aber 2. Komm her, komm her, komm her. Jetzt haben wir auf jeden Fall 2 Wassereimer gefüllt. Hep, hep. Und diese Wassereimer. Jetzt demonstriere ich euch, wie man sich einen Brunnen macht. Und zwar, man nehme bei 2 gefüllte Eimer Wasser eine Prise Salz und ein wenig Thymian. Nee, Spaß beiseite. Man macht einen Eimer in diese Ecke. Zack, die Fließrichtung ist definitiv in da hinten hin. In da hinten hin, ist auch gut. Und entgegengesetzt, gegenüberliegend, setzt man einen zweiten Eimer Wasser und man hat ein stehendes Gewässer. Jetzt kann man sich hier Wasser nehmen. Und man kann sich hier Wasser nehmen zum Beispiel. Ja, oder man kann sich hier Wasser nehmen. Und ihr seht immer wieder stehendes Gewässer. Das heißt, man braucht nicht mehr so blöd sein und da hinten Wasser nehmen. Und das ganze ruhige Gewässer dann... zu zerstören. Man hat jetzt einen unendlichen Brunnen, wo man sich immer Wasser schöpfen kann. Und das ist doch gut. So, jetzt gehen wir mal hier drauf. Also, ich habe, glaube ich, gelernt heute. Ja, ich habe meine Hausaufgaben, glaube ich, gemacht. Mal gucken. Einmal machen, einmal lassen, einmal machen. Jawohl. Und dann gibt es hier stehendes Gewässer. Sehr gut. Habe ich schon mal gut aufgepasst. Ein kleiner Tipp wieder vom Kollegen André. Ja. So. Und dadurch haben wir stehendes Gewässer. Das sieht auch geil aus. Wenn
ist diese blöde Verliesrichtung und wir kämpfen gegen... wir kämpfen immer gegen Wasser an. Und das ist damit endlich vorbei. Einmal. Einmal. Zweimal. Dreimal. Einmal voll. So, das Ganze machen wir wieder hier. Einmal, zweimal. Moment. Einmal, zweimal. War richtig, ne? Jetzt bin ich ein bisschen durcheinander. So, ne? So. Einmal hier. Einmal Abdallah. Ja, das könnte jetzt ein bisschen dauern. Ich hoffe, wir haben wirklich Zeit gemacht. Die Frage, kann ich mir dann hier auch wieder Wasser vollnehmen? Tatsache. Dann machen wir das doch. Ja, und man hat hier auch ein stehendes Gewässer, wo man immer wieder Wasser nachschöpfen darf. Ja, perfekt. Mensch, fiel mir gerade ein. Mir wurde ja noch ein zweiter Satz gesagt. Und zwar, dass das hier unmöglich ist. Den da hin. Und den da hin. Also ihr versteht, ja? Wenn nicht, dann demonstriere ich das auch nochmal gerade. Also, man hat hier ein stehendes Gewässer. Das ist hier. Ja, man sieht es ganz deutlich. Man hat hier ein fließendes Gewässer in diese Richtung. Wenn man die ersten, den ersten Block hier auslässt vom Gewässer und den zweiten Block nimmt, und zwar diesen hier, und da Wasser drauf gibt, dann läuft das Wasser eventuell gegen das erste Wasser und somit hat man wieder ein stehendes Gewässer. Und was Schöne ist, man hat hier automatisch auch schon wieder einen stehenden Brunnen, wo man sich Wasser nehmen kann. Richtig geil. Weil so sparen wir uns jede Menge Arbeit. Achso, ja, kann man pflücken. Ich glaube, wir brauchen quasi nur noch einen Eimer. Das ist ja Hammer. So, alles klar. Und somit haben wir ein stehendes Gewässer. Und können hier rumlaufen. Werden nicht mehr abgetrieben. Abtreibung ist sowieso schlecht. Wie beim Wasser. Ich habe mal vor, du bist auf dem offenen Meer, meine ich. Nichts anderes. So. Das heißt, wenn uns irgendwas einfällt, wir brauchen hier nur durchlaufen. Ach Mensch, ist das schön. Hat sich dann wieder gelohnt. Ja, funktioniert. Also, einwandfreier Tipp. André, wieder mal, danke dir. Du liest dich echt gut ein, muss ich sagen. Viel gelernt von dir. Und viel, was ich jetzt hier auch zeigen kann. Danke dir. So. Ich hab's gerade geschlafen. Naja, egal. Bitte. Und so. Ja. Es ist immer schwierig zu quasseln und dann noch was Richtiges zu machen. Also manchmal habe ich echt eine Phase, da bin ich, merke ich selber, bin ich ein bisschen ruhiger. Und denke ich so, oh, jetzt musst du aber auch aufpassen. Und dann denke ich wieder, ach Mensch, vergessen zu labern. Das kommt aber vor. Selten, aber es kommt auch vor, dich aufhören zu labern. So. Nein. Oder falsch Knopf drücke, dann passiert ja auch mal. So. Und, wie war das noch? Ach ja, so. Laufe, zack. Und zack. Und ich glaube, wenn wir den jetzt hier gesetzt haben, den Eimer, dann müssen wir noch was machen. Nee, das war zu früh. Ich hatte nicht nach rechts geguckt. So. Zack. Und zack. Und zack. Schon viel, viel besser. Also es gefällt mir schon viel, viel besser. Juhu! Ich bin so glücklich und Körper! Woo! Nee, Körper geht ja hier nicht. Das würde da dann, darf ich nochmal demonstrieren, wenn ich mal kurz das so zeigen darf. Was würde da dann so aussehen? Woo! Hey, ich bin He-Man, Master of the Universe. So. So, genug gespästelt hier. Wir wollen wieder ein bisschen abgrasen hier. Das wird schon richtig, richtig schön. Achso, wir haben ja das Werkzeug ja gar nicht hier, Mann. Aber jetzt sieht es auf jeden Fall klasse aus, weil wir jetzt endlich mal stehendes Gewässer haben. Und jetzt wissen wir auch, wie wir uns das selber produzieren können. Und wir haben eine schöne Beleuchtung. Mensch, was will man mehr? Ja, das sieht doch auch klasse aus. Das ist wie gewollte Berieselung hier mit Wasser. Das wäre natürlich auch geil, so eine Sprinkelanlage. Bei Regen... Habe ich jetzt irgendwie ein Video gesehen bei YouTube, hat einer dann demonstriert, bei Regen wächst der Weizen, glaube ich, auch noch ganz gut. Das heißt, wenn hier von oben hier Wasser drauf käme, täte das dem Weizen gar nicht mal so schlecht. Aber man kann ja nicht alles haben. Ja,
finde ich schon klasse. So, ich setze mich erstmal, nee, ich setze mich hier, damit ich auch noch da draußen gucken kann. Schön. Also ich bin zufrieden, Leute. Ich muss ehrlich sagen, bis jetzt läuft es ganz gut. Man sieht immer mehr und mehr, was wir hier, was zu uns zurecht zu schustern. Wie jetzt zum Beispiel hier, Kies. Wie zum Beispiel jetzt bauen wir uns den Weg mal weiter. Denn wir haben ja jetzt wieder Kies gefunden. Ach, ey, das hört nicht auf. Diese nervöse Rumklickerei hier. Die hört nicht auf. Au, was ist das denn da? Was haben wir denn hier entdeckt? Aha, Zugang zur Höhle. Naja. Wer hätte das gedacht? Ja. Hm? Naja, müssen wir nicht unbedingt hin jetzt erstmal da unten. Hatten wir auf jeden Fall erstmal gekriegt. Ihr könnt mir auch gerne Schisser nennen. Beleidigen könnt ihr allerdings nicht. Das werdet ihr niemals schaffen. Schöner Brunnen. Ach Mensch. Ich glaube, da pflücke ich mir doch gleich noch ein Blümchen. Und zwei. Oder drei. Nein, zwei reichen erstmal. Und setze diese Blümchen an meinen Brunnen. So ganz verdient. Gehen wir da. Und da. So. Und da war's. Finde ich. Aber ich wollte ja eigentlich die, um mal wieder aufs Thema zu kommen. Ich wollte ja eigentlich die Füße abtreten und wollte dann die Feldhacke holen, um noch ein bisschen abzugrasen. So. Ach Mensch, hier lang. So, mal gucken, ob das jetzt alles so rotzfatz geht, wie ich das vorstelle. Einmal. Ja. Jawohl. Ach, das war zu früh. Und so. Ah, Mann, ist das ein Weizenfeld hier. Alter Schwede. Alter Schwede. Wie gesagt, der wollte schon mit Wolle, ne? So, wenn man rechts gedrückt hält. Wenn man rechts gedrückt hält und hier drüber läuft, dann setzt der automatisch. Das ist ganz praktisch. Da braucht man nicht immer klick, 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 klick. Oh, hab ich übersehen. Klick, klick, klick. Dann macht er das automatisch. So. Jetzt ist die Reihe noch. Hoppala. Das war wieder die falsche Taste. Ah, ihr seht. Im stehenden Gewässer bleibt der Weizen drin. Wir brauchen ja nicht hinterher hechten, wie so ein Blöder. Nee, wie so ein Blöder. Sondern wir können uns den ganz bequem einfach rausnehmen. Als wäre er uns auf einem Silver-Tablett präsentiert. So. Oh, jawohl, das ist schon sehr gut hier. Selbst wenn wir hier keinen Weizen mehr abbauen, weil wir so viel haben später, es bleibt auf jeden Fall immer eine dekorative, schöne Sache hier. So, aber wir bauen ja noch ab. Von daher freuen wir uns, dass wir das noch tun. Jetzt gehen wir auch nochmal lang. So, mal gucken, wie viel wir da setzen können. Her.